Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Tisch, der naturbelassen ist, einölen werde. Und zwar, ihr seht schon hier in diesem Mittelbereich, ist schon doch ein bisschen so ausgetrocknet. Und hier in der Mitte, das zeige ich euch jetzt kurz, da zoome ich mal ran, habe ich so einen leichten Abdruck von einem Glas. Seht ihr, das kennt ihr bestimmt, ja? Da, hier in diesem Bereich, sieht man jetzt, dass ich da einfach einen Abdruck von einem feuchten Rand von einem Glas habe. Und das möchte ich auch weg haben. Und ich möchte jetzt schauen, ob das mit einem Öl funktioniert. Und wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. So, nun zum Material, und zwar, ich nehme hier ein Öl von der Firma Asuso, ein L-Hartöl. Empfohlen hat mir das Dictum, ja, da mache ich euch den Online-Shop auch unten rein, da habe ich dieses Teil auch gekauft, dieses Öl. Und jetzt steht da drauf, wie das zu verarbeiten ist, noch etwas, was für mich ein bisschen widersprüchlich war. Hier steht: nach 15 bis 30 Minuten Überschuss entfernen, und dann steht sofort Material einpolieren, bis die Fläche trocken ist. Ja, okay, Überschuss, wahrscheinlich was wir zu viel aufgetragen haben, dann wegmachen und dann danach richtig trocken einreiben. So, wie mache ich das jetzt? Ah, was da noch wichtig ist, da steht auch drauf, vorsichtig, hier steht: mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Fall eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren bzw. entsorgen oder verbrennen. Also am besten sofort irgendwo in eine Tüte rein, dicht verschließen und dann wegschmeißen. So werde ich das dann machen. So, dann müssen wir das natürlich gut aufschütteln. Das habe ich schon gemacht. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Wie arbeite ich das ein? Und zwar, ich nehme mir da jetzt einfach so von der Küchenrolle so ein Tuch und werde es dann einarbeiten. Wichtig ist, zieht euch dabei so Schmutzkleidung an, so, wo ihr malen auch würdet. Nicht, dass ihr euch die Kleidung versaut. Ich werde trotzdem sehr wenig hier, sage ich mal, versuchen aufzutragen, dass mir seitlich vom Tisch nichts runterrinnt, weil ich habe jetzt nicht irgendwie den Tisch noch auf irgendwas draufgestellt. Ihr seht, ich habe die Stühle noch ein bisschen weggerutscht, damit ich da nichts schmutzig mache. Aber ich will nicht eigentlich nur wegen der Ölung da jetzt alles, das komplette Wohnzimmer jetzt aufräumen oder abräumen. So, das ist komplett versiegelt. Dann machen wir das mal auf. So, diesen Stöpsel, den machen wir gleich mal weg. So. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich kippe da einfach mal ein bisschen ein Öl da so in die Mitte. Okay. So, und jetzt stelle ich das Öl dabei weg und werde es jetzt einfach mal so versuchen einzureiben, da über die gesamte Fläche. So. Und dann schauen wir mal, wie das so läuft. Ja, man sieht, das zieht sehr schnell ein. Also das Holz, das giert geradezu nach dem Öl. So. Also man sieht hier auch schon, ja, das war vorher so hell. Und hier merken wir uns, neben diesem Ast da oder zwischen diesen zwei Ästen war der Fleck, den ich hatte von dem Glas. Ja, und der ist jetzt faktisch weg. Ich hoffe, dass der weggeht. Ja.
Jetzt reibe ich nur noch da drüben ein bisschen, weil da war das vorhin ziemlich stark. Ha! Jetzt sieht man schon, also hier, der Fleck ist jetzt weg. Seht ihr? Hier, da war's. Ich fahre euch nachher nochmal mit der Kamera näher ran. Aber das sieht sehr gut aus, finde ich. So, jetzt, ihr seht, meine Hände sind noch ölig. Ja, jetzt habe ich das schön aufgetragen und jetzt denke ich, ja, so lasse ich es mal einwirken ein bisschen und dann machen wir den Überschuss weg und polieren das ein. Ich denke, so werden wir das jetzt machen. Alexa, Timer 20 Minuten. 20 Minuten ab jetzt. Alexa, Timer aus. So, ich habe den auf 20 Minuten jetzt eingestellt und man sieht jetzt leicht, dass an Teilen das Öl schon ein bisschen eingetrocknet ist. Jetzt werden wir das, so wie es steht in der Beschreibung, das Überschüssige entfernen und dann einpolieren. Jetzt habe ich sozusagen das Überschüssige entfernt. Und jetzt, wie es hieß, gleich einpolieren. Und da reibe ich jetzt einfach so lang, bis das Öl komplett im Holz drin ist. Jetzt ist es soweit fertig. Was ich euch unbedingt noch sagen wollte, und zwar dieses Öl, das ist deshalb auch noch so toll, weil... Schaut mal her, ich trage das da ja jetzt auf einen Esstisch auf und da steht auch Speichel und Schweißecht nach DIN bla bla bla. Sicherheit für Kinderspielzeug, ohne Biozide, Wirkstoffe, daher für Bienenhäuser geeignet. Also das ist alles, wir können da drauf nachher wieder essen, das ist alles kein Problem. Ich zeige euch jetzt mal, wo der Abdruck war. Der Abdruck da, schaut ihr von dem Glas, man sieht es hier noch, da seitlich. Ja. Aber er ist bei weitem nicht mehr so stark. Es kommt jetzt in der Kamera auch stärker raus, als ich das jetzt hier sehe, in Realität. So, jetzt zeige ich euch noch, wie es ist mit der Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten. Dieses Öl soll ja bewirken, dass auch Wasser abperlt. Schauen wir uns das mal an. Ja, und man sieht, das Wasser steht da schön drauf, also das verteilt sich nicht. Ich mache nochmal einen Tropfen daneben. Also so, wie man sich es eigentlich wünscht. Es zieht nicht ins Holz ein. Ja. Und kann somit nicht das Holz zum Aufquellen bringen. Und genau das ist das, was ich wollte. Durch das Ölen oder was ich durch das Ölen eben erreichen wollte. Und jetzt auch, wenn ich da ein bisschen drauf mache, so, das spritzt rum, aber es bildet immer die Oberflächenspannung, zieht das Wasser zusammen, es kann nicht ein, es wird nicht eingesaugt vom Material. Klar lasse ich das jetzt nicht so stehen, aber so einen Fleck, wie ich da früher hatte, so einen Rand, ja, den erhoffe ich mir, dass ich das trotzdem nicht habe, wenn ich dann Glas drauf stelle. Aber das wird die Zeit dann zeigen, wie gut sich dieser Schutz über die gesamte Dauer hält. So, nun sind wir am Ende mit dem Einölen dieses Tischs. Ich habe schlussendlich dreimal eingeölt, weil immer noch hier in der Mitte eine Stelle war, die noch gesaugt hat, die noch das Öl angenommen hat. Das war aber, weil der Tisch sehr lange nicht geölt war und ich denke, ich werde das jetzt so einmal im Jahr wiederholen. Dann bleibt der Tisch permanent geschützt durch das Öl und das sollte eine gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit zeigen. Gut, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so war, gebt mir gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal.
Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.